Name ist Marcel Manske, Einsatzleiter hier vor Ort. Wir hatten hier zwei Brandstellen vor Ort vorgefunden. Wir wurden zunächst alarmiert auf Brandwald, im Prinzip Rauchentwicklung aus Kolonie Brise. Die erste Brandstelle wurde relativ schnell lokalisiert aufgrund Hilfe eines Einweisers. Beim Beginn der Löschmaßnahmen wurde festgestellt, dass es sich hier noch um eine zweite Brandstelle handelt, in unmittelbarer Nähe, ca. 400 Meter weiter. Beide Brandstellen haben ca. ein Ausmaß von 200 bis 300 Quadratmeter. Im Einsatz waren die Löschzüge Bergfelde, Löschzug Borgsdorf, Löschzug Birkenwerder sowie Kreisbaumeister und Rettungsdienst vor Ort. Ja, wir sind jetzt hier noch mit den letzten Nachlöscharbeiten zugange und werden in Kürze die Einsatzstelle verlassen. Aufgrund der Tiefe, also im Prinzip, da wir uns relativ tief im Wald drinnen befinden und hier auch keine Wasserentnahmestelle vor Ort ist, musste im Prinzip auch nachalarmiert werden. Wir waren zunächst mit den beiden Tanklöschfahrzeugen der Feuerwehr Birkenwerder vor Ort. Da wir aber relativ schnell festgestellt haben, dass es sich um eine zweite Einsatzstelle handelt, musste im Prinzip dann der Löschzug Bergfelde und der Löschzug Borgsdorf nachalarmiert werden, damit eine stabile Wasserversorgung ständig gegeben war. Es ist auch leider nicht der erste Waldbrand dieser Woche. Wir waren gestern erst zu zwei Waldbränden, einer überörtlich, Unterstützung der Kameraden von Lenitz, und dies der zweite Waldbrand dann bei uns in der unmittelbaren Nähe hier von uns. Ist schon sehr anstrengend bei diesen Temperaturen hier dann noch mit dem Waldbrand zu kämpfen. Also der Verdacht der Brandstiftung liegt ja bei sowas hier relativ nahe.